Und dazu begrüße ich in Stuttgart Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Herr Metzger, über die Autowerte sprechen wir gleich. Lassen Sie uns vorher noch mal kurz analysieren, woher die gute Stimmung beim Aktienmarkt heute kommt. Ist das eine technische Gegenbewegung oder hält sich das Klima tatsächlich auf? Was sagen Sie? Also es ist in der Tat wahrscheinlich eine Gegenbewegung auf die doch deutlichen Kursverluste der letzten Tage, was wir heute erleben. Wir hatten heute Morgen schon doch recht erfreuliche Nachrichten und Märkte aus dem asiatischen Raum, die dem DAX helfen konnten. Und dann doch auch einige Konjunkturindikatoren, die gar nicht so schlecht waren. Wir hatten zwar einen enttäuschenden ZDW-Index, aber gerade der Einkaufsmanager-Index für die deutsche Industrie, der war doch gar nicht so schlecht. Und so fassen die Börsianer am heutigen Tage wieder etwas Mut. Und das hilft dem DAX eben zu einer Gegenbewegung auf die Verluste, die in einer solchen Phase nicht ungewöhnlich ist, die aber sicherlich auch nicht überbewertet werden sollte. Die Autowerte als konjunktursensible Branche, die sind heute auch sehr fest. Was schließen Sie daraus? Kommt die Nachfrage mehr aus dem Inland oder dem Ausland? Wie steht die Branche da? Naja, also die Börsianer verhelfen den Titeln heute eben zu einer Gegenbewegung. So viel fundamental Neues gab es da nicht, sondern das liegt eher daran, dass doch in den letzten Tagen und Wochen die Autobauer als konjunktursensible Titel, als zyklische Titel eben unter den Rezessionsängsten, unter den Konjunkturängsten der Marktteilnehmer doch stark gelitten haben. Und an einem solchen Tag wie heute, wo eben der ganze Markt eine gewisse Gegenbewegung erlebt, da stehen doch die marktgebeutelten Titel in einer solchen Abwärtsphase dann im Vordergrund. Und hier greift man eben wieder zu und verhilft diesen Titeln heute eben zu ihrem Beisein in der Gewinnerliste des DAX sozusagen. Sagt Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Vielen Dank für diese Einordnung.